Diesen Körner hast du in 0, nichts gebaut und der kostet dich nichts. Wie oft hast du die Situation, dass der Körner nicht gerade zur Hand ist oder jemand in deiner Werkstatt gewesen ist und das Werkzeug nicht wieder zurückgelegt hat? Habe ich sehr oft, also musste ich mir heute für eine Abhilfe sorgen, also habe ich mir das ganz schnell gebaut. Ich habe mir einen Rundstab genommen, Vollmaterial, habe es mir zugeschnitten in der passenden Länge und dann, was habe ich gemacht? Ich habe die Spitze aufgeschweißt, womit? Mit Resten, mit kaputten Bohren, die sowieso im Müll gelandet sind, und habe aus diesen Sachen, quasi aus Schrott, mir dieses wunderschöne Werkzeug gebaut. Der eine oder andere, der sich vielleicht mit Werkstoffen nicht so gut auskennt, würde sagen, wo ist denn das Problem? Ich habe jetzt aus meiner Restekiste einen Rundstab genommen, das ist unlegierter Baustahl gewesen und was wissen wir, das Zeug ist butterweich. Das ist kein Werkzeugstahl, damit kannst du nichts anreißen, damit kannst du geschweige denn Körnern gewisse Vorbereitung zu bohren machen. Also habe ich einfach zum Vergleich hier mal ein Stück genommen, zugeschnitten, angeschliffen, um den Effekt zu zeigen. Und wir haben damit versucht, ein paar Punkte zu machen. Wie wir sehen, die Spitze war sofort platt, konntest du nichts mit anrichten. Du hast überhaupt keine Wirkung im Blech gehabt. Also mussten wir unsere Spitze extrem hart machen, habe die runtergeschnitten, hatte dann so 8 mm Platz zum Aufbauen, habe die gehärteten Bohrer genommen, beziehungsweise sind normale Bohrer, aber die sind ja aus einer Legierung, die sehr hart ist. Damit kannst du ja Stahl bohren, die sind sehr widerstandsfähig. Also mussten wir das Zeug da drauf bringen. Wie haben wir das gemacht? Big Schweißgerät angemacht, 100 Ampere und das Ganze hier oben aufgeschweißt. Wir haben eigentlich eine Auftragsschweißung vollbracht. Sah dann natürlich nicht so toll aus, musste das Ganze etwas abkühlen und dann ordentlich angeschliffen. Da es hier eine sogenannte Auftragsschweißung war, musste ich natürlich mit der Leistung dosiert, also vorsichtig sein. Ich wollte ja nicht so viel von dem Grundmaterial aufschmelzen. Ich wollte nur gerade, dass ich gewissen Einbrand habe, dass das sich nicht wieder ablöst. Ich habe hier mit 100 Ampere gestartet, war doch ein Ticken zu viel. Mit 80 Ampere und diesem 5 mm Durchmesser Bohrer, weil der ist ja nicht komplett immer massiv, der hat ja auch diese Form an sich, da brauchst du nicht so viel Leistung. Und dann hat das mit 80 Ampere wunderbar geklappt. Ich konnte es kontrolliert hier oben auflegen. Ich habe quasi so einen kleinen Ringel, so einen Kreis nach oben aufgebaut, genügend aufgebaut, dass wenn ich das Ganze runterschleife, ich hier keine Lücken habe. Für euch zur Info, welche Bohrer hatte ich heute verwendet? Das war von der Firma Würth. Hier siehst du die Nummer. Das ist so ein Set, wo alle Bohrer beinhaltet sind, die ich brauche. Und ich habe hier immer so einen Bereich, wo ich Sachen halt reinschmeiße, die nicht mehr so optimal ist. Klar, das könnte man wieder freimachen und wieder anschleifen. Aber manchmal habe ich hier wirklich abgebrochene Bohrer hier drin, genau für solche Fälle. Und die nehme ich einfach hier raus und dann kann ich solche Sachen machen. Denn wir hatten schon mal ein Video gemacht, da haben wir eine komplette Kante aufgehärtet. Ich meine, wie viele Ideen hat man dann? Man könnte sich ein extrem hartes Messer bauen, zum Beispiel mit einer flexiblen Schwinge, aber einer sehr harten, scharfen Kante. Man könnte ein Axtbeil damit aufhärten und was weiß ich noch alles. Ja, und das habe ich, wie gesagt, mit diesen ganz normalen Bohrern gemacht. Und ja, hat super geklappt. Bohrer zum Stahlbohren. Eignet sich dafür ideal. Noch ein paar kleine Tipps, wenn du selbst so etwas machen willst. Beim Schleifen der Spitze übertreib es nicht, leg Pausen zwischendurch ein, weil das Zeug wird sehr heiß hier an der Stelle. Wir wollen das Gefüge nicht noch mehr verändern, noch mehr das Material schwächen. Also immer mit Pausen ordentlich zuschleifen. Bei der Spitze, wie gesagt, besonders aufpassen. Ich habe die Spitze auch ein bisschen zum Schluss. Ich habe es so spitz gelassen, wie ich konnte, nur zum Schluss ein bisschen stumpfer gemacht, ja, dass sie nicht allzu spitz ist, dass die mir dann irgendwann wegbricht.
aber das ist schon so widerstandsfähig. Um diesen Körner in Form zu bringen, ist dir überlassen. Du kannst das Ganze mit deinem Winkelschleifer zuschleifen. Du kannst es an einem Schleifbock machen, an einem Bandschleifer. Wichtig ist halt, dass wir eine gewisse spitze Form haben und die Spitze gehärtet ist. Nach dem ersten Versuch, als ich das Ganze noch nicht aufgehärtet habe, die Spitze, habe ich mir schon gedacht, naja, ob das so widerstandsfähig sein wird, weil ich habe ja letztendlich den Bohrer aufgeschmolzen, ich habe das Gefüge verändert, das hat ja hier oben drauf noch geglüht. Ich habe gedacht, ob die Eigenschaften noch da sind. Das heißt, bis zu dem ersten Punkt, als ich ihn angesetzt habe und draufgeschlagen habe, wusste ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, was passiert. Aber das hast du gespürt. Du gehst mit dem Hammer hin und du spürst, der rutscht keinen Millimeter weg, der bleibt da und du merkst, dass er ins Material gegangen ist. Ich habe den abgenommen und habe meinen Augen nicht geglaubt, was für eine krasse Vorbereitung zu bohren. Da wirst du niemals mit deinem Bohrer irgendwo hin ausrutschen. Das wird präzise genau da bohren. Und ich meine, es ist jetzt eine simple Sache, aber die hast du auch sehr simpel hergestellt. Ich finde so etwas cool. Ja, am Ende, nachdem der Versuch gelungen ist, habe ich mir gedacht, das Ganze könnte man natürlich auch etwas schöner gestalten. Also nochmal ab in meine Bohrmaschine, drüber geschliffen, drüber poliert. Hier so eine Brille reingemacht und das Ding sieht doch jetzt richtig mega aus. Ja. Schön, wenn man sich selber helfen kann, meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Was müssen wir jetzt noch tun? Abonnieren, Daumen hoch, Glocke aktivieren, denn ich habe euch lieb, meine lieben Schweißtechnik-Freunde.